Moin moin und willkommen zurück zu 12 Minuten, 12 Minutes. Wir spielen immer noch die Xbox und haben ja eigentlich schon so gut wie alles erfahren, aber zum Ende sind wir nicht gekommen. Ich dachte, das Problem wäre gelöst, wenn wir den Typen überzeugen können, dass wir niemanden getötet haben. Aber das scheint nicht das Problem zu sein. Die Zeitschleife existiert immer noch. Und wir machen direkt da weiter. Hey, hallo. So, warte mal. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Ja, so, wir müssen mal kurz die Becher klauen hier. Weil sonst nimmt sie mir die gleich weg. Also wir müssen auf jeden Fall noch einmal mit dem Typen reden da, den Killer. Behaupte ich mal. Weil, ja. Oh, we gotta clean that closet. Das Telefon einfach mal mit. Überleg gerade, ob wir es brauchen. Wir nehmen es auch mit. So, raus hier. Gehen wir hier rein. So, zumachen. Reingucken. Und ja, jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen natürlich. Wir nehmen halt die Tabletten mit, machen unten und holen die Uhr da raus. Weiß nicht, ob wir es jetzt unbedingt brauchen, wir die Uhr. Ich weiß nicht. Ich möchte auf jeden Fall mit dem Killer nochmal reden, denn wir wissen jetzt ja, dass der Bruder wahrscheinlich der Killer ist. Und eventuell können wir diese Information ja irgendwie weitergeben. Das wäre schon ganz gut. Dafür müssen wir aber leider meine Frau wieder schlafen legen. So, Becher mit Tabletten vollfüllen. Und direkt raus. So, garantiert hat sie Durst. Wissen wir ja schon. Hi. Thunder. I wasn't expecting. Ja, vielleicht willst du dir was trinken, weil du ein bisschen durstig bist. Water? Oh, yeah, thanks. I was about to grab some. So. Finde ich gut. Wir könnten jetzt noch mit dir reden. Brauchen wir eigentlich aber gar nicht. Will hier reingehen? Lichtschutz nochmal. Oh. Das Geschenk nochmal mit rausnehmen hier. Okay, wir gehen mal hier raus. Ich sehe, da drüben einschläft gleich. We'll talk later. Ja, okay. Oh, mach ich aus für sie. Der fällt sie einfach hin. So, ich wollte mal kurz gucken. Irgendwas müssen wir auch noch mit dem Geschenk noch machen. Ich weiß noch nicht was. Aber wir gucken uns das nochmal an. Ja, was ist Dahlia? Baby clothes with my mother's name. Okay. Baby clothes with my mother. Na gut. Ja, können wir uns hier drin verstecken im Schrank. Denn der Typ wird ja wahrscheinlich gleich kommen. Und dann müssen wir nochmal fesseln und ihn nochmal ausräuchen. So, warten wir noch kurz ab. Bin gespannt, wie weit wir denn da hinkommen. Weil eigentlich haben wir ja nichts mehr sonst, ne? Also. Habe ich gerade übersprungen? Ich glaube, ich habe es gerade übersprungen, kann das sein? Wollte ich gar nicht. Warten wir kurz mal. Okay, just a little longer. Weil ich drauf gedrückt habe, hat er das anders gesehen als ich. Ja, komm einfach rein da, du Affe. Ah, du Affe. Blöde Affe. So, der Polizist wartet ja noch draußen auf uns, aber der kommt gleich rein und knipst den Lichtschalter aus und bittet uns an und kriegt sowas von einem gewitscht. What the? So. Rausgehen. Also umgekippt. Wir machen nochmal die Tür zu. Sicher, sicher, ne? Sag ich ja jedes Mal. Safety first. Jetzt hier rein, schnell. Hm. Da liegt er schon noch. Schnell. Ihn nochmal kurz durchforsten. Oh, da ist er schon. Hallo. So. Kann ich auch gleich binden. So. Mal gucken, ob wir andere Antwort- bzw. Fragemöglichkeiten haben. Das glaube ich nämlich schon. Reden wir mit ihm. Hallo, aufwachen. What? Oh,
you little shit. You just made the biggest mistake of your life. One chance. Let me go right now. Listen. Ach, guck mal, ihm sagen, dass ihr Bruder der Mörder ist. She didn't kill her father, it was her brother. What? Untie me now. Hä? Man kann nochmal sagen, okay. She didn't kill anyone. It was her brother. Let me go. Er hört nicht richtig zu, ne? Hm. Nochmal sagen? She didn't kill anyone. It was her. Let me go. Okay. Wir wissen ja, dass er mehr redet, wenn man ihn ein bisschen bearbeitet. Dass wir schießen ihn mal kurz hier. Wir schießen mal kurz ins Bein. Don't. Oh God. Ja, hast du selbst Schuld? Hättest du auch mal auf uns hören können. What do you want? So. Ach so, ich kann euch nicht mehr sagen, dass wir fragen wir nach dem Kindermädchen. Can you tell me about the nanny? I barely remember her. It was so long ago. Oh, come on, there's gotta be something. Her name? Daphne? Daisy, maybe. Daphne? Daisy? With some sort of flower. Ach. Flower? That's the best you can do? It's been over 20 years. Okay. What do you expect? Ich behaupte mal, pass mal auf. Sie wird Dahlia heißen, genauso wie die Blume hier. Es gibt auch so einen coolen Film, der heißt Black Dahlia. Solltet ihr euch mal reinziehen. Handelt von diesem Black Dahlia-Killer in den USA, der eigentlich ja nie geschnappt wurde. Aber der Film dazu ist richtig cool. Guck mal hier. Look at this. Cute one, see? So, what? Name, look at the name. Is that the nanny that he had the affair with? Oh, yes. Dahlia. That's it. Her name was Dahlia. No, 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 please, God. Was? She was my mother. Ach, Quatsch jetzt. Oh, ist das die Mutter? Oh. Haben die beiden jetzt gerade ein bisschen Inzest? No. No. Das ist natürlich nicht so schön, ne? Ups. War es das schon? War das das Ende? Ganz ehrlich, habe ich mir jetzt mehr von erhofft? Das ist ja nicht so cool. Warte mal, vielleicht kommt da ja noch was. Es ist 2:12. Ist auch witzig, dass die Uhr keinen Stundenzeiger hat, nur Minuten- und Sekundenzeiger. Hey, come on, snap out of it. Wieder. Look, I know this is a lot to drop on you. But I gotta know that we're on the same page concerning these feelings. So, consider your answer to this question very carefully. What do you want with my daughter? I can't just stop feeling for her. I love her. I love her with everything in me. I don't care about your feelings. Feel however you feel. Feelings don't matter. What are you going to do? You. Vielleicht muss sie es nicht wissen. Vielleicht ist es alles ihre Schuld. You know that. Vielleicht kann sie die Wahrheit akzeptieren. You existing. Killed my wife, your mother too. Oh. Now you want my fucking daughter. Ach, ich weiß das schon, dass das meine Schwester ist. Permission to date my daughter. The thought of you touching her, your grubby fucking hands. I'll break every bone in your body. Okay, vielleicht muss sie es nicht wissen. You want to know my answer? Yes, I do. Maybe she doesn't need to know. Maybe we can just be happy. What? We just keep this from her? You expect me to stand here and say nothing while you just fucking dance around like nothing's wrong? What if she gets pregnant? You want me to just keep this secret from her? From my daughter? We just pretend to be happy? I don't know. People pretend to be happy all the time. You don't love her. Snake, if you loved her, you wouldn't lie to her. She deserves better than you. You fucking idiot. Alter. You are so naive, so stupid. Will er mich umbringen? Eine Waffe in der Hand. Oh. Oh, no. Das ist mal eine Wendung. War das jetzt die Nacht, wo wir ihn umgebracht haben? War das jetzt die
Nacht, wo wir nachher die Frau treffen? Ich weiß es nicht. Bin ich gerade nicht ganz durch. No, you stay back. Hey, it's me. It's okay. No, don't touch me. Let me help. What is it? You stay away. Talk to me. No. Whoa. Tell me what's going on. Hey. But it can't be true. It can't be true. Becher hier? Also ich bin der verfickte Bruder. Okay. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Okay, also irgendwie. Okay, wir müssen nochmal mit dem Keller reden, weil. Ich glaube, ich muss nochmal diese Uhr da rausholen. Weil, was mache ich denn jetzt? Also ich glaube ja, jetzt weiß ich auch noch, dass ich der beschissene Bruder bin. Und ich weiß jetzt auch, dass ich den Typen gekillt habe. Das heißt, ich könnte das Ding jetzt erzählen. Oder wie machen wir das? Ich habe keine Ahnung. Warte mal. Mach die, oder? How is this possible? Zeit dreht sich ja zurück. Hä, warum das? Jetzt? Das hat die VO ja vorher noch nicht gemacht. Und die Gläser? Habe ich vorher nie auf die Uhr geguckt? Habe ich echt anscheinend nicht. Ich habe echt wirklich nie auf die Uhr geguckt. Na gut. Ich glaube, ich muss noch mal mit dem Typen reden. Oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich muss noch mal mit ihm reden. Mal genau nachfragen, was jetzt eigentlich los ist. I wasn't expecting a storm tonight. Oder ich rede mit ihr. Warte mal. Ich habe eine Idee. Wir reden mal mit ihr. Ich erzähle jetzt, was wirklich passiert ist. I don't know how to say this. I've forgotten a lot of things that I'm just remembering now. Things that if I could go back, I would have done differently. What are you talking about? Ich sag mal, dass ich ihren Vater ermordet habe. Look, it was me. I'm the man who killed your father. What kind of sick joke? Look, his office is filled with books, all the way up to the ceiling. I never forgot how weird that looked. What are you? No. You've been hiding this from me. Lying to me all these years. You. How could you? Sagen, dass es deine Schuld ist? Ja, okay. It's all my fault, all of it. I should have told you. God, you're my only family. I couldn't lose you. If I could go back, I'd fix this. Go back? If you could go fucking back. I'm having your child. I'm sorry. Oh, you're sorry? That makes it better. Jesus. Sagen, dass du es dem Polizisten gestehen wirst. Ja, machen wir mal. Cop coming here. He's gonna try and arrest you. What? How do you even? We don't have much time. Look, I can't undo what I done, but I'll clear your name. I'll confess. Who are you? Just let me try to fix this, please. I ruined everything, but you deserve to have a life. You're disgusting. Fine. We'll wait. Okay, in Zukunft haben wir wahrscheinlich nicht mehr. Trotzdem kurz mal anrufen vielleicht, ne? Muss ich ihr nochmal Bescheid sagen? Pass mal auf, weil sonst redet er nicht mit uns. Hello? Hey, your dad says that my wife murdered her father. Can you help? Please, he is gonna hurt her. What are you talking about? Why would you say that?
Erklären, dass du in der Zeitung zugeben, dass du der Mörder bist. Ihr erklären, was die wirklichen Absichten ihres Vaters sind. Okay. Listen, your daddy is gonna hurt us. He wants to steal from us, so that he can pay for your treatment. What? No, my dad, he wouldn't do that. My wife has this expensive pocket watch, and your dad wants to kill us to get it. What are you talking about? Just call him and ask him. Fine, I will. Okay. Das ist eine andere Möglichkeit als beim ersten Mal. Aber... Guck mal, kann sogar durchgucken. Ja, gut. Dann ihr nochmal reden kurz. Hey. We are not talking. Okay. Okay, sie mag mich anscheinend nicht mehr. Ärgerlich. Solche Schlaftabletten? Ja, die kann ich ja nicht. Warum dreht sich diese Uhr eigentlich rückwärts, frage ich mich. Where did you find that? Können wir ihr die Uhr geben? Hey. Ah. Da kommt er. Ach, guck mal, kann durchgucken, pass auf. Da ist er noch. Hey, Bumblebee, what's up? Honey, I think we got prank called. What is it? Did they threaten you? Come on. That's ridiculous. Honey. That's impossible. Of course it's not true. I've Okay. Hey, my little girl. I'll do anything. Okay, I won't hurt anyone. I promise. I double promise. I double promise, okay. Blöd, dann haut er ab. Okay, das ist natürlich dumm. Babe. Das war jetzt irgendwie nicht so clever, oder? Okay, müssen wir nochmal machen. Also, da muss er ja reinkommen, sonst bringt es das nicht. So. Becher. Den Becher. Messer. Warum nehme ich die Becher? Aber brauche ich gar nicht. Aber anrufen muss ich trotzdem, weil er muss auf jeden Fall ja mit dem Mädchen reden. So. Hallöchen. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Ich glaube, wir reden jetzt einfach direkt mit ihr, weil warum kann brauchen wir gar nicht machen. So, machen wir nochmal. Mal vorspulen. Vielleicht sagen wir mal, dass ich ihr Bruder bin? Machen wir mal. Your nanny, from your father's affair. What about her? Her name was Dahlia. She was my mother. But your dad found me after your mother passed. It's me. I'm your brother. What the fuck are you saying? Babe, there's more. It was me. I'm the man that killed your father. What kind of sick fucking joke? It's not a... Look, his office is filled with books, all the way up to the ceiling. I never forgot how weird that all looked. No, no, no. 8 years of having your baby. Sagen, dass es deine Schuld ist und du es bereust? Es war nicht meine Schuld. It was self-defense. It was him or me. And you just forgot to mention it. You're fucking disgusting. I am so sorry. Sorry? Hey, you married me. I'm pregnant with your baby. You animal. You animal. I forgot it all. Somehow. I don't know how, but I did. And if I could go back, baby, you are my only family. I love you. I love you so much. Don't you fucking dare. You fucking liar. I'm trying to tell you the truth right now. And look, you've been lying. Oh, you're blaming me now? No. Look, I'm just... Fuck you. I'm leaving. Don't be here when I come back. Babe? Oh. Fuck you.
die alone in a fire. Okay, das war auch nicht richtig. Probieren wir es nochmal. And we're back. Wie dumm. Gibt's doch gar nicht, ey. Okay, überlegen, was machen wir jetzt? Gehen wir mal raus. It's locked from the other side. Be out in a second. Okay, die kommt raus. Okay, das war eine dumme Idee, aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Wir reden jetzt direkt mit ihr über die Vergangenheit. There are things I need to tell you, things that if I could go back, I would change. Okay, wir haben den Vater ermordet. Look, it was me. I'm the man that killed your father. What kind of... Look, is all... What? Das kennen wir alle schon. You've been hiding, lying to me. Ah, komm. Ich meine Schuld, ich bereue es. Sagen, dass es ein Unfall war, können wir auch sagen. I should have told you, I know that. But he was trying to kill me. It was self-defense. You're fucking scared. You're married. You're not listening. It wasn't my fault. Not like you... You're blaming me? No, I mean... Fuck you! I never want... Ach, Mist. Okay. Die alone. Das war auch falsch. Okay, nochmal. Nächster Versuch. We're back. So, das Handy brauchen wir trotzdem. Ist auch geil. Immer wieder zurück. So, warte mal. So, jetzt keine Experimente mehr. Wir sagen genau das, was wir beim ersten Mal auch sagen wollten. Oder gesagt haben, damit wir direkt weiterkommen. So. Hey there. So, fangen wir direkt an. Vergangenheit. Sehen, was wirklich passiert ist. So, sagen, dass du ihren Vater ermordet hast. Look, it was, I'm a manic. What kind of... Look, is... What are you... You've been lying to me. Es ist meine Schuld, ich bereue es sehr. It's all my fault. Baby, you were my... If I could go back... You're sorry. I wish I never met you. Sagen, dass du den Polizisten alles geschehen wirst. Cops coming here to arrest you. You don't have to believe me, it doesn't really matter. I can't go back to the... But I can confess. Just let me try and... You deserve a real... You're disgusting. Fine. Okay, wir müssen einmal kurz hier anrufen nochmal, glaube ich. Bumblebee? Hello? Hey, your dad says that my wife... Please, he is gonna hurt her. What are you... Erklären, dass du in der Zeit... Sagen, dass deine Frau unschuldig ist? Erklären, was wirklich absichtlich passt. Nee, wir machen das wieder. My wife is innocent, but your dad, he won't. I don't know what you want. Hey, please, could you... He doesn't have the whole... Okay. But lose my... So. Kann ich mit ihr reden oder sagt sie, sie will nicht mit mir reden? Hey. We are not talking. Okay. Warten wir kurz. Wenn wir hier drin warten, dann geht die Zeit schneller? Ich weiß es nicht. Probieren wir es mal. Das ist auch geil, ich verstecke mich hier wie im Schrank. Das klappt nicht. Na doch. Okay, hoffen wir, dass jetzt das Richtige ist, was wir machen. Aber theoretisch können wir uns ja gleich erklären, dass wir der Bruder sind. Dann wird er wahrscheinlich mich umbringen wollen. Hey, ist es so. Bumblebee. What's up? What? What do you... Honey, I think you got prank called. What the... Did they threaten you? Also, wie es aussieht? Oh, okay, I'll listen to him, but honey... Yeah, don't worry, Bumblebee. I'll take care of this. Aber wie süßlich er redet mir, ne? Okay, but honey. Der Teufel liebt seine Tochter. Nein, soll er auch sagen, ne? Zu seiner Tochter. So, wir machen auf. Okay. Let's talk. Get on the ground. Oh shit. Please. Do it.
Stop. I have something you need to see. What did you say? I know you think I killed my father, but please, just listen to what my husband has to say. What are you waiting for? Okay. Okay, so listen. Nach der Krankheit seines Vaters, ihm sagen, dass du den Vater getötet hast. Deine Frau, deine Schwester, erzählt etwas, ja. Ihm sagen, dass du ihren Vater getötet hast. It was me. I'm the one that killed the old man. What? The last words he was saying before he died. Monster, monster. I'm the monster. That's what his wife, what her mother, called me when she found out that I existed. Jesus. You killed your father and married your sister. Yeah. This is all on me. She didn't know. It's not her fault. I just told her, like, the truth a second ago. I don't... we'll deal with that later. There's a watch. I want the watch. Do you have it? Ich bin mir sicher, doch, komm hier, ihm die Uhr geben. We'll give you the watch. We won't tell anybody. No one has to die. Okay, hand it over. Well, I don't have it with me. Let me just... Grab it? Yeah, it'll just be... Nice try. No, ach, nee. Was ist das denn? Again? Oh, fuck's sake. Okay, müssen wir die Uhr doch vorholen. So ein Scheiß. Mist, dann konfrontieren wir sie gleich mit. Naja, schnapp mich mal voll mit deinem Dessert da. Dein ekliger Nachtisch. So. I didn't hear you come in. Best night ever. Let me know when you're in the middle. Yeah, I will. So. So, Messer. Aufmachen. Was man alles denken muss, das muss uns immer alles immer wiederholen. Und wieder raus. So. Jetzt werden wir jetzt mal kurz vom Kopf stoßen, indem wir die ganze Geschichte erzählen. Hallöchen. Oh, nee. There are things I need to tell you. Things that if... Look, it was me. I'm a manic. What kind of... What? 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 You've been hiding this from me. Lying to me. You. Alles meine Schuld. All my fault. Baby, you're... If I could go... You're so... I wish I never met you. Sagen, dass du es den Polizisten gestehen sollst. Okay. You don't have to believe me. Baby, I can't go, but I can't. Just let me... You deserve a real... You're disgusting. Fine. Okay. Gehen wir rein. Kurz anrufen. So. Hello? Hello? Hey. Please, he is gonna hurt her. What are you... My wife is innocent, but your dad... I don't know what... Hey, well, he doesn't have the whole... Okay. But lose my number. Okay, dann warten wir nochmal hier. Das ist echt so ein Trial and Error, ne? Man muss selber probieren, dass man da weiterkommt und irgendwie... Ist das wirklich gar nicht so leicht? Hey, Bumblebee. What's up? Jetzt kommt er gleich. Und dann können wir nochmal gucken, ob er. Dann muss ich zuhören, aber. Ob wir ihm denn die Uhr geben, dass es sofort klappt. Oh, das müsste man auch so ein bisschen vorspulen können ab und zu. Oder kann man das vielleicht nicht? Kann man nicht, ne? Das wäre schon cooler. Oh, okay, I'll listen to him, but honey. But honey? Yeah, don't worry, Bumblebee. I'll take care of this. Love you more. So, bin mal gespannt. All right, let's open do up. This. Okay. Let's talk. Get on the... Wait,
stop? I have something you need to see. What did you say? I know you think I killed my father, but please, just listen to what my husband has to say. Do okay. it. Okay, so listen. Sagen Sie mir, ihm sagen, dass du den Vater getötet hast. It was me. I'm the one that killed. What? The last words he was saying before he monster. I'm the monster. That's what his wife. When she found out that I. Jesus. You killed your father and. This is all on me. She didn't know. We'll deal. Do you have it? Yeah. We'll give you the watch. We won't tell anybody. No one has to die. Here. Und jetzt? I'm going to leave now. Remember, if I found you once, I can find you again. And you don't want to see me again. What just happened? I need you to leave. Get out of here. Get the fuck out, you fucking monster. Mm-hmm. Und jetzt? You hear me? Get out of my apartment. I never want to see you again. Babe? Oh, nee. Das war's doch garantiert nicht, oder? Please. Okay. Fuck, fuck. I did was kann man noch machen? What do you want? I did everything right. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Hm. Schwierig. Also ich weiß nicht, was wir jetzt noch großartig machen können. Das ist das Problem. Das klappt auch nicht mit dem Note. Oder ist sie? Und so schnell ein Messer. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Hm. Okay, also wir holen jetzt nochmal die Uhr. Brauchen wir auf jeden Fall. Ja. Hm, man muss auch, ob man auch irgendwas mit der Uhr machen kann, ist ja auch so eine Sache, ne? Also die dreht ja rückwärts. Ob man die, kann man die da irgendwie, kann man die ja irgendwie anhalten, oder? Ja immer drauf. Die dreht ja rückwärts, aber die dreht ja die ganze Zeit rückwärts, ne? Oder dreht sie meine Zeit gerade zurück? Ja, kann ich irgendwas machen? Bestimmte Zahlen drücken? Es vibriert in meiner Hand. Weil ich glaube, es hat was mit dem Donnern zu tun. Hä? Die Musik wäre jetzt schon spannender. Aber irgendwie... Hä? Ah, okay. Hätte ich das gerade eben auch machen können die ganze Zeit? Auf diese Uhr gucken und dann... Oh, hey, schon wieder da. There he is. You're back. Look. I know this is a terrible shock. But we need to be on the same page. These feelings for my daughter. Your sister. Look. This isn't how I wanted to tell you. You deserve, both of you deserve better. You know, the thing I hate the most, worst thing in the world, disappointing my little girl. Well, that was the worst thing. And now a baby. You, with your little love. Okay, ich kann aus, was ich machen will. It was always gonna happen. Nothing stays swallowed down forever. Das ist doch der Typ, der uns gerade eben umgebracht hat, oder nicht? You gotta make a call. If I could go back, well, things would be different. But you can't just try again. That's not how life works. So you gotta make the choice. And you gotta make it now. Say something. Oh, was mache ich denn jetzt? Ich möchte mit dir zusammen sein? Something. Oder ich möchte... Fine. Fine. God damn. You just won't listen. Was? Was? Was ist da? Stupid. Sir? Are you, sir? Oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh.
Und was jetzt? Ich hätte mich entscheiden sollen, oder was war passiert? Wait, sir, no, I... No, no, fucking stop! Okay, warte mal, wir können uns ja entscheiden, da. Lass, versuchen wir uns mal zu entscheiden. Ich habe jetzt nichts gedrückt, weil ich hören wollte, was er sagt. Ich wusste jetzt aber nicht, dass er gleich durchdreht und mich wieder umbringt. Wir machen es nochmal, pass auf. Wir machen es nochmal. Hey there. Hey there. Lutschen. I didn't hear you. Not now. Ja, ich weiß. Okay. Gucken wir uns die Uhr nochmal an. Okay, müssen wir nochmal warten. Das ist eigentlich so lustig, Sekundenzeiger sind... Also ich glaube, der dreht fünfmal rum und dann macht er eine Minute erst. Das ist schon komisch, ne? Aber naja, sollte ja so sein, Dramatik zu erzeugen. Und... Zack! So, jetzt kommt das Ganze nochmal. Jetzt können wir uns gleich entscheiden für zwei Sachen, also... Müssen wir gucken. Das sind bestimmt dramatische Entscheidungen, die wir treffen müssen. There he is. You're back. Look, I know this is a terrible shock, but we need to be on the same page. These feelings for my daughter, your sister. Look. Also, möchten wir zusammen sein oder möchten wir? Ich glaube, wenn wir zusammen sind, bringt uns um. Also. Yeah, all right. Yeah, I guess there is a world where I leave and where she doesn't get to know why. There is. And I know it's hard. Thank you for understanding why it needs to be this way. This whole... I've made so many mistakes. But for what it's worth, I'm glad you turned out so well. Das war's. Oder was sehe ich da? Also die Synchronsprecher waren jetzt nicht schlecht. Aber, ach, ich glaube, es hätten auch normalere Synchronsprecher gemacht. Ich glaube nicht, dass man unbedingt die großen Stars da haben muss. Damit hat das Spiel ein bisschen Aufwertung bekommen. Hat mich auf jeden Fall sehr gut unterhalten, das Spiel. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber, wahrscheinlich hätte man die Produktionskosten ein bisschen senken können. Aber, nee, es war gut. Wäre auch schon lustig, wenn davon nochmal eine Fortsetzung kommt. Na, eine Fortsetzung nicht, aber vielleicht nochmal so in dem Stil, was ähnliches. So dieses Rückwärts. Und immer wieder reingehen müssen, um was zu erfahren. Das ist schon ziemlich gut gemacht. So, wir lassen uns die Endcredits. Die schauen wir uns nochmal an. Denn vielleicht kommt ja noch was zum Schluss. Ganz im MCU-Stil, Marvel-Stil, dass noch was zum Ende kommt. Aber ich muss sagen, wirklich, also Hut ab, das war echt mal ein Spiel. Und das wieder für lau, ne? Muss man auch wieder sagen. Also man kriegt es einfach ab in Game Pass. Da kriegt es einen jeder, ne? Ziemlich gut. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Die Idee ist echt cool, irgendwie. Muss ich auch sagen. Stört mich trotzdem, dass es keine Stundenzeiger da gibt, sondern nur Minutenzeiger. Aber das ist ja, weil der Fokus auf diese 12 Minuten liegen soll. Wo es eigentlich nur 10 sind, ne? 12 Minuten, 12 davor, weil die 2 davor ja zurückgespult werden immer. Aber das eigentliche Spiel sind immer nur die 10 Minuten. Kann auch sein, dass ich falsch liege, aber ich glaube nicht. So. Jetzt ist er gleich da oben. Spitze. Ja.
Und das Ding auch. Fortfahren? Was? Geht weiter? Probieren? Na, kann man nochmal von vorne spielen wahrscheinlich. Wir können jetzt nochmal von vorne spielen und vielleicht nochmal alles nochmal neu machen. Ist auch nicht schlecht. Da bin ich noch drin. Der Schlüssel, okay. Diesmal habe ich einen Schlüssel. Da ist auch noch eine Tür. Wo sind die anderen Türen? It's locked. Ah, okay. Sie ist nicht mehr zu Hause. Warte mal. Ist die Uhr noch da? Can't open that with just my hands. Wie man es aufmachen kann? Ein Schlüssel vielleicht? Tatsächlich. Und da ist die Taschenuhr. Tja. Ist kaputt. Kann ich ihn nach oben halten? Die Musik ist gut. Da passiert nichts. Okay. Aber gut gemacht. Man denkt gleich, was passiert was, aber passiert gar nichts mehr. Nee. Na, okay. Oder? Kommt, wenn der Sekundenzeiger nochmal hochgeht? Na, ich glaube, da passiert nichts mehr. Schade. Okay, kommen wir hier rein. Na, sie ist, würde ich so sagen, ausgezogen. Alles weg. Nein. Also wenn der Sekundenzeiger nach oben kommt, dann kommt der Sound. Aber passiert nichts, okay. Auch lustig gemacht. So, ja. Kann man das Fenster hingehen oder was machen? Ja. Können wir rausgehen? Nochmal fortfahren? Na, wahrscheinlich das gleiche nochmal jetzt, ne? Ja, okay. Ja, so. Ja, okay, ich glaube, passiert nichts mehr. Das war's wohl, so eine Endings-Dings-Sache hier. Post-Ending-Kram. Na gut. Ja, okay. Ja, trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like und ein Abo da. Würde mich freuen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Spiel. Bis dahin. Tschüss.